Ray muss jetzt da vorne vor der Sparkasse warten, weil sie nicht reinkommt. Warum? Weil sie keine Karte hat. So, da die Leute dort Münzen wollen, haben wir hier 20 Euro. Da haben wir nochmal 25 Euro in Münzen und hier auch nochmal irgendwie, oh scheiße, haben wir auch noch irgendwie alles voll mit Münzen. Also wir haben nur Münzen. Das wird sehr lustig. Und dort hinten ist unser Ziel, die Sparrenburg. Boah, wackelt das. Da müssen wir gleich hin und da werden wir gleich das mittelalterliche Leben ein bisschen genießen. Bist du bereit? Ja! Yeah. Seid ihr bereit? Ja! Yeah. Okay. Ja, Leute, dann bis gleich. So, wir sind auf dem Weg nach oben. Da vorne haben wir einen ein Mönchknecht und ein Dieb. Bei dem Mönch Vater. Ich bin Freimaurer. Okay. Ja, und mich, den muss man jetzt nicht sehen. Ihr müsst links nach oben. Zickzack, das geht. Und es ist noch sehr anstrengend. Oder? Stellt euch mal nicht so an. Ihr habt keine scheiß Flipflops an. Ja. Ja, dann gehen wir mal weiter. So, wir sind jetzt auf dem Fest. Die drei Narren wollen den Berg hinauf. Bevorzuge die etwas weniger steile Variante. Er sorgt es mit seinem Gerstensaft. Und die Ray wieder mit ihrer hellen Ziege. Schmeckt es euch? Vorzüglich. Aber manchmal ist vor Jahren war ich ja auch am Der erste Narr hat sein Essen dabei. Das ist was. Etwas. Und dafür müsst ihr 50 Cent Pfand bezahlen. Für Blätter werden ihr 50 Cent Pfand bezahlt. Nun gut, so sei es. Die ist hypnotisiert. Kann aber erweckt werden. Mit diesen beiden Ressortstäben und einen gleichmäßigen Rhythmus von euren Händen. Der geht etwas so. Sehr gut. Wenn die nicht schneller werden, werdet ihr jetzt für euch so lange jonglieren, so lange wie ihr applaudiert. Ja? Da macht ihr die Tränke in der Mitte irgendwie. Ja. Hey.
Finger heraus, platziere darauf dieses Zauberstäblin und lasse dann mit der anderen Hand los. Ja, ich weiß, es ist nicht sehr spektakulär, passiert auch weiter nichts. Oftmals dauert dieses Kunststück so lange, bis der erste Schnee vom Himmel herabfällt. Dann klappert ihr mit den Zähnen ob der Kälte. Ja, ihr könnt jetzt mit den Händen klappern, sonst dauert das ewig. Nicht schlecht, nicht schlecht. Aber da hinten, die stehen halt Maul am Fall und denken sich, das kann ja jeder. Wollen wir doch mal schauen. Ne? Hat nicht mit den Händen geklappert. Die Finger raus. Wer soll es sein? Kommt ihr gerade von der Feldarbeit, ja? Ja, sehr gut. Wir platzieren darauf, das wird jetzt gefährlich, ja? Mach mal einfach, damit ich den Gleichgewicht stehen habe. Ihr möchtet den Gleichgewicht in meinen? Nein, kriegt ihr nicht. Seid ihr bereit? Vorsicht, das ist verkehrt. Und. Fast geschieht. Naja, gut, es währte länger als einen kleinen Augenblick. Ein Handgeklapper für den angehenden Gaukler. Das wäre fast Gaukler, aber hier. Kein Morgenstern, ja, ist ein Zauberstab, nicht verwechseln. Man kann manche Detail auch damit vollführen. So könnt ihr Zauberer werden oder Ritter oder gar, was haben wir denn noch? Ah, hier. Ihr werdet, na, ich weiß, was das ist. Das könnt ihr hier auch gewinnen diesmal. Das ist eine Angel. Hm. Jetzt müsst ihr es wieder angeln. Wo ist denn die Kugel hin? Ich sag mal Lott. Ich bin klein, mein Herz ist klein. Soll niemand drin wohnen als mein Recke allein. Der ist ja viel größer, das passt ja. Ja gut, aber es waren vier Zeilen, da kann man nichts machen. Und hat aber niemandem gefallen. Wenn es euch nicht gefallen, Eier schmeißen. Dann habt ihr mal Glück gehabt. Also, dann wählt auch ihr mit Bedacht. Manche hat es gesagt. Ja, der Nagel, der gibt immer. Noch. Nun, haben wir noch Glücksritter hier? Eine Münze sehe ich dort blitzen. Da gibt ihr mir die Münze. Wundervoll. Und ihr wählt mal ein Kärtchen aus. Der Kleidkind, der Höhe und ein Gewicht, schweigen Stille. Moment mal. Muss die Frau hier ein Los erkennen. Ja, geschwätziges Weib jetzt. Ruhe. Gewonnen. Hört ein Gedicht hier an den Städten. Schweige Stille, sagt er. Ich frag dich nachher ab, pass auf. Ja, geschwätziges Weib. Ehrenreich sein mit lauter Stimme. Ihr werdet es dort hinten auch hören. Wir singen, ja. Nochmal was in lateinischer Sprache, wo wir gerade beim Latein sind. Bleiben wir auch dabei. Nun, dieses Stücklein, was wir nun spielen werden, ist ein Angedenken sozusagen an keinen geringeren als Kaiser Friedrich Barbarossa, der zu Ende des 12. Jahrhunderts leider verunglückte auf einer Rückreise oder während eines Kreuzzuges. Etwas unrühmlich für einen Kaiser im Jahr. Nein, er ist im Fluss ertrunken. Aber betrunken war es nicht. Bei der Überquerung eines Flusses. Möglicherweise auch das. Angemeldet aus Lacrimos und Lacrima Felidia. Tempus veni in blanctuos und Tempus fraudat caudia. Ich glaube, ich brauche eine Idee. Soll ich machen? Mach mal. Ja, aha.
Der ist nicht mehr halten. Stell sie doch was da in die Kiste. Was denn? Was für eine CD? Ja, wir haben auch eine CD übrigens. Ansonsten, wenn es euch nicht gefällt, schreibt die Kritik auf einen Geldschein und werft ihn hier ein. Wir lesen es ja sorgfältig. Gut, ein Lied aus dem mittelalterlichen Böhmen. Ein Herbstreigen passend zur Jahreszeit. Naja, das sieht ja noch ganz so gut aus. Oh. Ja, dann mach du das mal. Ja, ich hab keinen Wechsel. Ich mach das mal hier. Ah ja, 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 ist klar. Aber nicht die falsche Zelle. Guck mal, er hat das Wechselgeld jetzt auch noch. Ja, nimm immer die, immer die. Hast du zwei? Ich hab's übergeben. Gib einfach mal das komplette Geld, um dieses Geld. Das reicht doch nicht. Immer her mit der Kohle. Das nennt man direkt wieder drauf. Alter, er gibt ihn mir richtig. Was ist das denn? Soll das denn werden? Kaputt. Kauft es Hooker! Ja! Hier, ja, mitten, fast mitten unter euch, hier im Kot der Stechbahn. Weil normalerweise wäre jetzt hier die hohe Warte aufgebaut und ich würde aus derselben von oben herunter euch in Augenschein nehmen und auch das Turnier
aber ihr seht ja selbst, die hohe Warte ist nicht da. Deswegen geschieht es an dieser Stelle hier unten. Wenn ihr seht, die großmütige Stadt Bielefeld hat hier den größten Turnierplatz dieser Erdenscheibe bereitet, auf dem man ausreiten kann, wie es besser gar nicht gehen kann. Naja, ihr seht, es ist das Gegenteil der Fall. Aber nichtsdestotrotz soll es hier jetzt gleich vonstatten gehen, das Turnier. Aber weil es ein wenig beengt ist, bitte ich euch, ihr Altvorderen, habt Acht auf eure Kinderlein, dass sie sich nicht zu sehr übers Seil hinaus in die Steckbahn hineinstrecken, auf dass sie keinen Schaden erleiden. Also ein selbsternannter Gewinner, ja? Obwohl, er hat... Ich kann. Ja, klar! Komm her! Aber nicht schlagen! Richtig! Ach so! Nicht hart! Ah. Einmal antippen! So! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Ich kann nicht mehr! Wir werden noch besser. So, das ist dann wohl das Ende vom Feste. Ah! Oh, Alter, bist du behindert? Ja, dann geht weg. Ja, wie du übertreibst, ne? Wieso übertreibe ich denn? Ja, mit Eisenschwert auf mich zustellt, wenn er droht. Ach, Scheiße, ich hab diese Hose mit. Der Weg zum Auto. Irgendwann wird auch unser Auto kommen. Und die drei Wegelagerer. Yay! We arrived! Tja, richtige Krieger, die würden jetzt locker noch stehen und Mehl trinken. Aber die beiden Knechte dort, für die ist die Reise vorbei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch weiterhin Sortes TV ein. Macht's gut!